Es ist geschehen, der Osten hat gewählt. Räumt nochmal ordentlich auf, macht euer Testament, umarmt eure Liebsten und der Letzte macht dann bitte das Licht aus, weil es ist alles vorbei. Es ist alles vorbei. Und deswegen geht's mit den sächsischen Ergebnissen auch los. CDU 32,1%, Die Linke 10,4%, SPD 7,7%, AfD 27,5%, Die Grünen 8,6%, FDP 4,5%, Freie Wähler 3,4% und andere 5,8%. Die Grünen haben ihr Ergebnis fast verdoppelt, sind damit ein ganz klarer Wahlgewinner. Wir brauchen aber, glaube ich, nicht drum herum zu reden, wer auch ein ganz klarer Gewinner bei dieser Wahl ist, nämlich die AfD. Ich könnte mir vorstellen, als die Zahlen bekannt gegeben wurden, da hat es bei einigen doch ein großes Aufatmen gegeben, denn die CDU bleibt in Sachsen stärkste Kraft, auch mit mehr Abstand, als man vorher gedacht hat anhand der Umfragen auf die AfD. Also der amtierende Ministerpräsident Kretschmer kann im Grunde genommen ganz zufrieden sein, auch wenn seine Partei 7% verloren hat. In Brandenburg hat die SPD 26,2%, die CDU 15,6%, die Linke 10,7%, AfD 23,5%, die Grüne 10,8%, Brandenburger Vereinigte Bürgerbewegung Freie Wähler 5%, FDP 4,1% und andere auch 4,1%. Die Frage ist nur, was bedeutet das denn jetzt eigentlich? Was wird jetzt passieren? Das starke Abschneiden der AfD hat sich ja schon vor den Wahlen abgezeichnet und deswegen hat zum Beispiel Platzek die Frage aufgeworfen, ist die Demokratie in der Krise? Und um genau diese Panik soll es in diesem Video gehen und ich sage ganz klar, kommt runter. Ja, wenn wir das Kind jetzt mit dem Bade ausschütten, weil die AfD so stark ist, dann stürzen wir die Demokratie in eine Krise. Das geht schon los mit diesen ganzen Spekulationen darüber, ob die AfD irgendwie an einer Regierungskoalition beteiligt sein wird. Meine Antwort dazu, natürlich wird sie das nicht sein. Alle Parteien haben vor der Wahl verkündet, dass sie nicht mit der AfD in eine Koalition gehen werden und wir haben keinen Grund davon auszugehen, dass eine dieser Parteien ihr Wort nicht halten wird. Warum das im Wahlkampf trotzdem immer wieder Thema war, ist ganz einfach. Es war Wahlkampf. Aus meiner Sicht bringt dieser ganze Alarmismus von wegen, oh mein Gott, die AfD wird stärkste Kraft, es wird das Vierte Reich kommen, das bringt überhaupt nichts. Weil ihr seht es hinter mir, der Dresdner Landtag steht noch, der in Potsdam ganz sicher auch. Und in beiden Landtagen wird eine Koalition zustande kommen, ohne Beteiligung der AfD. In Sachsen wird das mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit schwarz-rot-grün werden, unter Führung der CDU. Und das bedeutet, dass zur bisherigen großen Koalition, obwohl wir uns streiten können, ob der Name bei den Werten der SPD überhaupt noch gerechtfertigt ist, einfach noch die Grünen dazukommen. Natürlich wird das die Regierungsarbeit nicht leichter machen. Natürlich wird um viele Fragen jetzt intensiver gerungen werden müssen. Aber ganz ehrlich, so sollte es in der Demokratie doch eigentlich auch sein. Und gerade für die erneuerbaren Energien könnte das sogar ein Schritt nach vorne sein. Rechnerisch wäre die Konstellation Schwarz-Rot-Grün in Brandenburg auch möglich. Ich halte es allerdings für wahrscheinlicher, dass es hier zu einer rot-rot-grünen Landesregierung unter Führung der SPD kommen wird. Das heißt, auch hier kommen zur bisherigen Regierung die Grünen einfach noch mit dazu. Und das wiederum bedeutet, dass die einzigen beiden Bundesländer, die in der Lausitz an der Braunkohle mitbeteiligt sind, jetzt von den Grünen mitregiert werden. Man kann in dem Ganzen also durchaus auch Chancen sehen oder zumindest jede Menge Ironie. Denn die Grünen an der Regierung, ich glaube, das war nicht das Interesse der AfD. Wähler. Und ganz im Ernst, was soll das eigentlich für eine Demokratiekrise sein, die man dadurch lösen kann, dass einfach nur die Grünen zur Regierung dazutreten müssen? Ja, kommen wir aber mal zu den Ursachen von diesem bemerkenswerten AfD-Anstieg. Zum einen haben wir da das alte Feindbild Angela Merkel, die aus der Sicht vieler Ossis Fremde ins Land geholt hat. Zum anderen haben wir aber auch die ganz normale Unzufriedenheit, die hier seit der Wende im Grunde genommen eine Rolle spielt. Wir erinnern uns zum Beispiel, dass 2009 die NPD hier bei 9% stand, auch immer sehr hohe Ergebnisse für die Linke. Also da kommt sozusagen noch die alte Unzufriedenheit ins Spiel, die man jetzt mit der Wahl der AfD transportieren möchte sozusagen. Und ganz unabhängig davon, ob man diese Unzufriedenheit jetzt für gerechtfertigt hält oder nicht, ist es ja auf jeden Fall ein Beweis dafür, dass die Demokratie nicht in einer Krise ist, wenn die AfD hier so hohe Ergebnisse erzielt. Hätte die AfD hier niedrige Ergebnisse, würde ich mir persönlich mehr Sorgen machen, denn das würde den Verdacht nahelegen, dass hier geschummelt wurde. So gesehen hat der Osten also nicht wirklich eine Demokratiekrise, sondern eine Unzufriedenheitskrise. Dazu kommt noch, dass die AfD einen ganz ausgeprägten Ostwahlkampf gemacht hat. Der ganze Wahlkampf stand unter dem Motto, der Osten steht auf. Da war die Rede von Wende 2.0. Björn Höcke hat davon gesprochen, es fühlt sich schon wieder an wie in der DDR und dafür haben wir die Wende nicht gemacht. Das hat viele Ostdeutsche emotional so gepackt, dass sie es ihm auch verziehen haben, dass er zum Zeitpunkt der Wende gerade in Neuwied in Rheinland-Pfalz sein Abi gemacht hat und die Zustände in der DDR wirklich bloß aus dem Fernsehen kannte. Ein Grund für die hohen Zustimmungswerte der AfD im Osten liegt aber
auch daran, dass hier einfach eine andere gesellschaftliche Struktur vorherrscht. Das Durchschnittsalter ist seit der Wende doppelt so schnell gestiegen wie im Westen. Das hat natürlich was mit dem Wegzug der jungen Ostdeutschen zu tun, gerade dem der jungen ostdeutschen Frauen. Und dieser Männeranteil, der führt dazu, dass hier häufiger AfD gewählt wird, denn auch im Westen wählen vor allem Männer die AfD. Vor wenigen Tagen wurde hier das Ergebnis der U18-Wahlen bekannt. Da kommen die Grünen auf 27,2%. Das heißt, wenn es nach den jungen Leuten gehe, sähe das Ergebnis hier auch ganz anders aus. Und das bedeutet alles zusammen für mich, dass der Osten nicht in der Demokratiekrise ist. Alles in allem ist das Ergebnis kein Grund, um in Panik zu geraten. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, warum der Osten rechts wählt, da ist noch ein Video von mir dazu. Dabei ganz viel Spaß. Ich sag tschüss und bis nächsten Donnerstag.